Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duel mit Synchro der Einheit gegen Kämpfe Kavallerie-Einsatz. Dieses andere Insektendeck sieht auch super interessant aus. Und eigentlich wollte ich mir das noch bauen, aber ich habe nicht ein einziges Mal das ultimative Insekt gekriegt aus den Boostern. Das ist echt frustrierend. Passiert jetzt ja relativ häufig, muss ich sagen. Diese Strähne, mit denen ich kriege nur eine einzige UR-Card und dann wieder keine, die hat sich bisher nicht gelegt, muss ich sagen. Okay, fangen wir. Ja, fangen wir mit dem an. Der Felsbrockenkrieger. Okay. Fangen wir mal mit Blitzsturm an. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wer weiß. Dann kommt der Sinkflug. Ja. Eine Spielmarke. Attributbeschwörung. Ja, das kann man machen. Hey. Okay. Der könnte ein Problem werden. Dann annulliere ich halt deinen Angriff. Ah. Interessant. Ich frage mich gerade, ob das so schlau war. Okay, damit dann das. Da ist er, der Atlas, der unbesiegbare Atlas. Ja. Willst crashen?
Will ich das? Ich weiß nicht. Aber du brauchst ja ein Tribut, sonst kannst du seinen Effekt nicht aktivieren. Ich könnte ihn selber tributen. Ja, aber dann... Ich glaube, das bringt dir, aber... Ich meine, dann kannst du ihn nicht mehr stärken. Dann kannst du ja nur das andere machen. Weiß nicht, ob das so viel bringt. Uff. Ja, was mache ich jetzt? Ja, ich denke mal, mehr kann ich nicht tun. Okay, dann ziehen wir mal. Okay. Das Ding ist, ich darf den eigentlich nicht da stehen lassen. Sobald du ein Monster hast, hast du mehr ATK als ich. Kann natürlich sein, ja. Ja, höchstwahrscheinlich. Törichtes Begräbnis. Ja. Das ist eine törichte Sache, du. Ja, nehme ich doch. Pokipot. Aber warum wusste ich das? Natürlich das Resonanzinsekt. Ah, es wird hier verdeckt gespielt. Ja, es ist auf jeden Fall das Resonanzinsekt, es ist nichts anderes. Das wird sie ganz bestimmt nicht in den Friedhof schicken. Was hätte das Teil denn überhaupt, wenn das passiert? Dann kriegst du was auf die Hand. 1, 2, 3. Ja, das könnte ja was ermöglichen unter Umständen. Hm. Ich kann sie auch nicht einfach da liegen lassen, weil dann beschwörst du einfach nur was und dann links ist halt weg. Okay, machen wir das jetzt. Es verläuft fast alles nach Plan. Aber auch nur fast. Ich musste selber ein Käfer-Kavallerie-Deck mit dem Resonanzinsekt. Und ich habe es mal geschafft, den Effekt dreimal von dem brocken zu lassen. Hintereinander direkt schön gekettet. Ja. ...3000 hat der. Und den wirst du jetzt einfach beschwören können, oder nicht? Ja. Genau. Ich muss. In der Verband. Da sind mehr als genug drin. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass da ein Schildflügler liegt. Kann das sein? Oder diese Silberwache. Da ist er. Ja, da ist er, das stimmt wohl. Ah, da ist er ja. Mhm.
Ich glaube, das Wichtigste jetzt wird erstmal. Gut, das kann ich auch machen. Ja, das ist eine gute Idee. Kann ich dafür sorgen, dass du keine Karten ziehen kannst? Was liegt da? Ich wusste es. Ich hab's doch gewusst. Das ausgerüstet werden soll, natürlich eine Resonanzinsekt. Nochmal eine Karte auf die Hand. Es rollt der Rubel. So. Just for the lulz. Das ist alles ein bisschen suboptimal. Ja. Oh, der ist ein bisschen schwächer durch den. Na ja, machen wir den da mal weg. Das war suboptimal, aber ja. Kannst du gerne machen. Deswegen muss ich darauf warten, dass du den benutzt, bevor ich die Karte aktiviere, weil sonst hättest du ja genau ihn targeten können. Hätte ich ja nichts bekommen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, dass du den, dass du diese Strategie vorhast. Deswegen erstmal Chapeau an dich. Ja, leider reicht's nicht. Wie immer noch 4100. Hat er zweimal einen Boost gekriegt.
Kann ich den jetzt nicht einfach verbannen? Eine Spinne. Ich bin fort mit dir. Das ist natürlich doof. Erstmal 4100. Ah, du hast Tazuke Knight. Ach stimmt, den hast du ja auch noch. Tazuke Ritter. Was konnte der jetzt? Er konnte die Battlephase wenden. Er sagt halt stopp! Halt stopp! Sind sie die Hände, die ich hebe? Dann machen wir es halt so. Interessant, die Resonanzinsekten triggern nicht, wenn ich die als Material ablege. Ja, weil sie ja dann nicht vom Spielfeld gehen, weil das ist ja quasi nicht das Spielfeld, wenn es an Monster attached ist. Das ist ja irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber es ist nicht das Spielfeld. Verbannen wir den mal. Was seinen Effekt aktiviert. Ich kann was auf den Friedhof schicken. Dann aktiviere ich die Riesenkäferkavallerie. Erstmal den. Und ihn. Okay. Ja, du bist dran, ne? Joa. Aber vorher wird dir noch geboostet. Es ist die Frage, wenn der geschützte Krieger wiederkommt, sollte er seine ATK eigentlich nicht mehr haben? Autsch, das tat weh. Ja, da ist er wieder. Und da seine ATK nicht mehr. Ah ja, das ist auch ein bisschen wenig. Komme ich überhaupt irgendwie... Nein, ich komme über niemanden drüber. Also hättest du jetzt den Gerümpel-Synchronisierer, könntest du den Stufe 8 Krieger holen. Und der könnte mir Probleme machen, da bin ich ehrlich. 4400. Ach der. Ja, hab ich leider nicht gezogen. So, falls das ein Schildflügel ist, dann ist das mal weg. So, den Tazuke-Ritter konntest du nur einmal pro Duell benutzen, oder? Ja, einmal pro Duell. Ja, so funktioniert der. So, jetzt aber. Ich hab Krieger verbannt. Sie kriegt nochmal 300 ATK. Na gut, auf ein neues. Auf ein neues. Das hat jetzt länger gedauert, als es nötig war, aber. Ja, das stimmt. Schützung kriege auf der Startbahn ist ja auch schon nicht schlecht. Er ist eigentlich ein ziemlich guter Trumpf. Vor allem, wenn du halt noch den Max-Krieger hast. Er kann nur Krieger benutzen, ne? Das ja, war, glaube ich, keine Krieger. Okay.
Mit Tazuke-Ritter ist es ja egal, weil den will man ja im Friedhof haben als... Ja. Als Mittel zum Zweck. Ja. Ah ja, fängt schon gut an mit dem. Da hast du recht. Kannst ihn auch direkt linken. Okay. Wie wär's mit noch ein? Ist nicht von uns betören. Ja. Das, das sind Käfer, deswegen ist es nicht Birken. Nee. Gäb's einen Drachen, der das könnte? Das wäre broken. Stell einfach mal vor, du hättest einen Drachen, der nicht Once per Turn ist, den du nur auf den Friedhof schicken musst und du kannst irgendeinen Drachen der Stufe 5 oder höher von Deck auf die Hand nehmen. Ich kann mir nicht ausmalen, wie übertrieben das wäre. Es hat dann noch einen Search-Effekt. Oh, du hast nicht alle beide genommen. Nee, keine Sorge. Erstmal ihn. Ah, okay, jetzt. War gar nicht nötig. Die Hand nehme ich. Vergeltendes C. Zauberkarte. Alle wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich eine Zauberkarte habe, die das kann. Ja, das sehen wir ja dann. Erstmal wird geboostet. Der da. 3800. Das Problem ist, wenn du jetzt ein Raigeki hast, habe ich verloren. Ich glaube nicht, dass das in dem Deck war. Mehr Marienkäfer. Mal mehr Boost. Die Giga. Giga-Brillant heißt der. Nummer 20 Giga-Brillant. Schöne Sache. Ah ja. Und da kommt noch ein Insekt. In meinem eigenen Insektendeck benutze ich eigentlich noch hier Xcode Talker. Als Link-Vierer. Zusammen mit den Insekten ist das so übertrieben. Ich meine... Oh, ich habe noch eine Normalbeschwörung. Noch eine Resonanzinsekt, aber das würde jetzt nichts bringen. Ich nehme den da.
Oh la la, ist das viele ATK aus der Licht. Ein bisschen. Aber da ist ja ganz bestimmt ein Schildflügler. Das ist kein Schildflügler. Aber jetzt das ist schon! Jetzt sogar besser. Ja, greif ruhig mit dir mal an. Nee, komm. Das war kindisch. Tja, ne, du bist dran. Ja. Aber vorher wird noch geboostet. Ah ja. Ja, der war noch nicht stark genug. Ne, finde ich auch. Also. Das ist nicht genug. Ah ja, ich kann nur mehr Wand hinbauen. Yep. Nur um sicher zu gehen, du hast nicht zufällig magische Zylinder im Deck. Ich glaube nicht, oder? Also ich hoffe nicht. Die ist, glaube ich, in keinem von denen. Ah, hat. Ist glaube ich nicht mal ein dunkler Magier-Structure-Deck. Ich glaube, die hat das glaube ich nirgends drin. So. Nee, nee, der ist ein paar Event-Decks ist glaube ich drin. Welches war das? Irgendeins hatte die drin. Ich glaube, eins von dem Limit One. Oder alle von den Limit One hatten glaube ich magischer Zylinder. Weil sie einfach nicht so viele guten Karten haben konnten durch dieses Limit. Auf jeden Fall das Raketen-Monster-Deck. Also die Raketendrachen, die haben magischer Zylinder. Weil die auch eine Support-Zauberkarte dafür haben. Der Max. Ja, der Max. Da ist er wieder. Und da geht auch wieder. Maximale Energie. So. Also das ist jetzt kindisch. Reicht glaube ich trotzdem. Das reicht. Wenn ich mir das so anschaue, okay. Ja. Das erinnert mich an das erste Duell, als ich die ersten Synchro-Monster dann gegen meinen Bruder gespielt habe und er sich total darüber beschwert hat, wie schnell das geht. Ja. Ja, das waren noch Zeiten. Ja. Wo es früher glaube ich auch teilweise schnelle Decks gab. Ich musste halt wissen, wie man das Deck baut. Dass man alles gut kombiniert. Ah ja, ah ja. So fängt's wieder an. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also. Ah, der. Shinobi-Insekt. Der ist gar nicht
in den neuen Insektendeck drin. Obwohl es Ninja heißt. Es ist ein Ninja-Deck und das ist ein Shinobi-Insekt. Warum ist das nicht drin? Wieso nicht? Konami, was ist da los? Naja. Vielleicht fanden sie ihn nicht gut genug. Ihnen ist doch nie irgendwas gut genug. Ist das andere Deck stärker als das? Ich meine, es hat kein Gookie-Pool, also kann man diese Combo damit nicht machen. Hat es kein Gookie-Pool? Nein, da wird aber kein Gookie-Pool drin. Also zumindest nicht in dem, was ich jetzt denke. Es gab ja nur ein weiteres Event-Deck, was Käfer ist, oder? Und nicht noch eins. Wenn ich mir jetzt richtig entsinne. Ich guck mal gerade. Okay, Scherbe der Gier. Oh, die Karte kenne ich. Die Essenz ist. Ja, da ist es. Die Essenz der Yukus Ninja. Was? Ja, warte mal, das reicht doch gar nicht. Das ist doch nichts. Okay, setzen wir das einfach. Du hast recht, Gookie Pool ist da wirklich nicht drin. Stattdessen diese komischen Asseln. Die Zikaden. Es gibt ja ein paar Zikadenmonster, die sind alle da drin. Ja, es war glaube ich irgendwie ein oder zwei Qualler drin. Zwei Qualler, ja. Die beiden der W2er Crawler, um genau zu sein. Weil die sich, glaube ich, gegenseitig beschwören können. Aus dem Deck. So. Das war übrigens auf meiner Starthand. Hätte ich ihn wohl offen spielen sollen, aber ne, warte, dann hätte ich ja so viele Lebenspunkte schon. Egal. Komm her, mein Tempokrieger. Der Dembo-Krieger. Hat immer eine Tempopackung dabei. Dann machen wir es anders. Dein Deck hat aber, glaube ich, kein Mixi, oder? Das Event-Deck nicht, nee. Das hier auch nicht. Mixi war, glaube ich, in den Event auch verboten. Wo, nee, war es nicht. Nee, doch, ich dachte eigentlich schon, dass Mixi in dem anderen Deck drin war. In dem hier? Es gibt ja zwei. Also hier in dem Moskito-Deck, ich habe es gerade, die Essenz der Ninjus kurz, das hast du hochgeladen. Da ist kein Mixi drin. Schon, weil ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich zumindest Gegner hatte, die es angewendet hatten in einem der zwar. Es kann sein, das ich habe selber ja auch das, ich habe selber meine eigenen Käfer-Decks gespielt und da habe ich Mixi natürlich drin gehabt. Selbstgebaute Käferdecks, gegen die ich da gekämpft hatte. Müssten, ja. Weil ich erinnere mich eigentlich mit dem. Mit dem Phoenix-Deck teilweise gegen Mixi angekämpft zu haben. Vielleicht eben ja. Ja, da waren es auf jeden Fall selbstgemachte.
Das Blöde ist, würde ich jetzt den Atlas boosten, dann verliert er seine Immunität gegen Karteneffekte. Aha, das ist auch zu wenig, oh Mensch. Drei. Das überlebe ich doch so oder so nicht. Ah. Nee, da hast du recht. Das überlebst du so oder so. Hattest du den gesearched? Ja, vorhin. Scheiße, da habe ich nicht drauf geachtet. Ja, das war der gesamte Sinn unserer Unterhaltung. Ich wollte dich ablenken. Naja, ist nicht so, als hätte ich so viel dagegen tun können. Man kann nie sicher genug sein. Kann ich den Geschützturmkrieger halt nicht beschwören. Das tut mir echt leid. Okay, das war Bait. Ach, stimmt. Das ist im einen Deck auch dieses eine normale Monster, nicht in der deutschen Version der Seite da ist. Ah, naja. Das mit dem Kobold. Ja, genau. Schon irritierend. Bewerten nicht vergessen und ciao. Ciao.